Willkommen hier zur Auslosung der Finalisten des Federgewichtstitels der GMC Olympics, das wir am 14. Oktober hier in dieser wunderschönen GMC Arena austragen werden. Unsere vier Teilnehmer möchte ich euch einmal vorstellen und danach werde ich euch nochmal ein paar Details zu jedem Einzelnen geben und zu unserem Verfahren, wie wir das Ganze an dem Tag stattfinden lassen. Aber erstmal die Protagonisten. Einmal bitte ich Erik Spilko, Lavin Erbeck, Yasser Hashemi und Kai Ibe einmal hier nach vorne, sodass ihr ein Bild einmal davon habt, wer hier am 14. Oktober um das Federgewichtsgold der GMC Olympics hier antreten werden. Von links nach rechts. Erik Spilko, er ist 21 Jahre alt, hat einen Amateurrekord von 9 Siegen, nur 2 Niederlagen. Er kommt aus Darmstadt, trainiert bei der Fight Time in Darmstadt. Unser zweiter Mann ist eingesprungen, weil Max Luster leider Gottes erkrankt ist und er ist eingesprungen. Es ist Lavin Erbeck. Er ist 19 Jahre alt, kommt aus Bad Salzuflen, trainiert im Saya Gym. Er ist ungeschlagen bei der GMC Olympics. Von seinen 6 Amateurkämpfen hat er eine Bilanz bei GMC Olympics von 3:0. Unser dritter Mann ist Yasser Hashemi. Er ist 28 Jahre alt, kommt mit einem Rekord von 6 Siegen, nur 2 Niederlagen aus Duisburg, trainiert im Fight Club Gelsenkirchen. Und unser vierter Mann ist Kai Ibe. Kai ist 23 Jahre alt, kommt mit einem stolzen Rekord von 15 Siegen, nur 8 Niederlagen aus dem Lumpini-Gym und kommt aus Nettetal. Ja, das soweit zu unseren 4 Fightern, die sich hier am 14. Oktober messen werden bei der GMC Olympics um das Federgewichtsgold. Ich bitte einmal die Jungs nochmal an der Seite Platz zu nehmen und wir kommen dann zu unserer Ziehung. Und zwar wird unsere gute Fee heute Lorena Cubero sein, auch sie heute PFL-Kämpferin, ist der GMC Olympics entsprungen und das könnte auch eine Laufbahn sein, dass eines der Jungs hier der Titelträger eventuell bei der GMC Olympics sein kann. Okay, wir beginnen einmal. Unser erstes Halbfinale wird der dritte Kampf des Abends sein. Das Finale wird dann das Co-Main-Event des Events werden. Unser erster ist Lavin Erbeck. Applaus hier für Lavin. Einmal hier in die blaue Ecke. Er wird auf seinen Kontrahenten treffen. Ja, schön verstaut. Alle sind gespannt. Es wird sein Erik Spilko. Unser erstes Halbfinale steht fest. Es wird sein Lavin Erbeck gegen Erik Spilko. Wir ziehen das zweite Halbfinale, um zu ermitteln, wer die blaue Ecke sein wird. In der blauen Ecke Yasser Hashemi. Jawohl. Und dann kommt Kai Ibe natürlich in die rote Ecke. Einmal bitte gegenüberstellen. Unser zweites Halbfinale am 14. Oktober. Yasser gegen Kai. Okay, dann möchte ich mich direkt an dieser Stelle auch verabschieden. Ich freue mich auf den 14. Oktober. Ich freue mich auf die 4 Teilnehmer hier und bin gespannt, wer sich diesen Gürtel hier umschnallen darf. In diesem Sinne, nicht verpassen.